wir sind alle doch ein Stück weit gespannt auf die Präsentationen unserer Preisträger und natürlich auch, wer den Publikumspreis macht. Also von daher glaube ich, ist da schon was geboten heute. Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir eine Vielzahl von Anträgen und Angeboten hatten. Die Wahl war sehr schwierig, aber ich glaube, wir haben die richtige Wahl getroffen. Man sieht, dass Arbeits- und Gesundheitsschutz in den Betrieben ankommt. Und das ist ein tolles Erfolgserlebnis, dass es einfach in der breiten Masse wieder bekannter wird. Also ich muss sagen, dass wir auf diesen Preis unheimlich stolz sind, weil das doch zeigt, dass man gerade auch als kleiner Handwerksbetrieb sehr viel für die Prävention tun kann. Und auch diese freiwilligen Maßnahmen, die wir ergriffen haben, haben so viel Erfolg gehabt. Ich weiß gar nichts anderes zu sagen. Wir sind sehr, sehr stolz. Wenn ich mal mein Unternehmen angucke, wir schauen immer mehr auf das Thema, wie gehen wir mit Fremdfirmen um, nach welchen Kriterien wählen wir Fremdfirmen aus. Und es kann auch sein, dass Fremdfirmen, die sich nicht gut positionieren, ausgesondert werden. Und da denke ich, ist ein Präventionspreis eine Möglichkeit, sich auf die grüne Seite dieses ganzen Prozesses zu stellen. Diese Unternehmen haben richtig gute Ideen. Sie sind Vorbilder in ihren Branchen, insgesamt in der BG-Welt. Und heute wollen wir diese ehren und wir wollen auch zeigen, dass man mit dieser Idee, die man einbringt, auch tatsächlich was erreichen kann und auch, dass die Unternehmen, die die einbringen, hier was erreichen können. Jeder verhinderte Unfall spart nicht nur Geld, sondern auch enorm viel Leid, das Leid bei den Mitarbeitern. Und deshalb da anzusetzen, ist aus unternehmerischer Sicht genau der richtige Punkt. Unfälle müssen vermieden werden. Ziel muss sein, ohne einen Unfall, ich sag mal, das Berufsleben zu überstehen. Die Arbeit war uns sehr wichtig. Wir haben ja am eigenen Leib erfahren, also ich persönlich mit Kollegen haben wir am eigenen Leib erfahren, wie gefährlich das Ganze ist. Und dadurch ist es uns sehr wichtig gewesen, es umzusetzen, einfach um eine Gefahr zu verhindern. Und die Auszeichnung bestätigen einfach in den ganzen Zeit. Deshalb sind wir sehr froh über die Auszeichnung. Für uns ist es sehr wichtig, da auch vorsichtig damit umzugehen, die Mitarbeiter auf Gefahren hinzuweisen. Und ja, deswegen ist Prävention bei uns, steht an höchster Stelle. Ich bin einfach stolz, dass wir zeigen können, was Firmen machen. Dass wir zeigen können, wie Arbeitsschutz gelebt wird. Dass wir zeigen können, dass Arbeitsschutz nichts Tristes ist, sondern dass Arbeitsschutz etwas ist, was Spaß machen kann, was Freude macht und was Erfolge bringt. Das bestärkt uns natürlich, Arbeitssicherheit, Umweltschutz, Gesundheitsschutz noch mal ein bisschen nach vorne zu bringen. Das ist ein Highlight und das wird intern sehr stark kommuniziert und wird natürlich auch nach extern bezüglich des Images große Wirkung haben. Arbeitssicherheit, wie schon auf dieser Veranstaltung öfters erwähnt worden ist, ist halt nicht trocken, staubig und ist nicht ein notwendiges Übel, was man vielleicht einmal im Jahr machen muss, sondern hey, ich kann mich einbringen, ich kann diskutieren, ich kann mitgestalten und genau das wollen wir. Wir wussten ja schon von dem ersten Preis und das war ja schon ein Riesenerfolg für uns und eine Anerkennung der Mitarbeiter, die das jetzt auf die Beine gestellt haben. Den Publikumspreis, muss ich ganz ehrlich sagen, war völlig überraschend. Da haben wir uns wirklich tierisch gefreut, weil das ist noch eine zusätzliche Anerkennung für diese Mitarbeiter und das ist einfach klasse. Yeah.
beteiligt sich ja an der Kampagne Commitmensch. Glauben Sie, dass unsere Preisträger heute Abend alle Commitmenschen sind? Ich hoffe schon. Und wenn, dann sind Sie auf sehr guten Weg. Wir haben bei einigen mit diesen Darstellungen schon gesehen, dass Beteiligung, das Wort kam sehr oft vor. Wir haben auch Führung gelesen, wir haben Kommunikation gelesen. Das sind so die Begriffe, die wir als eine ganz wichtige Grundlage für diese neue Kampagne dann auch sehen.